Willkommen zurück zu 8MMC und los geht's mit einem Level von einem genialen Level Creator für einen genialen Level Creator. Donkeymint Incorporated HQ. Willkommen. Die Tour startet gleich. Manche Level haben auch eine richtig coole Backstory, die man sich lesen kann, durchlesen kann. Und dieses hier, da besteht der Verdacht, dass hinter der Donkeymint Incorporation tatsächlich irgendwelche dunklen Machenschaften bestehen. Und nach unzähligen E-Mails und Anrufversuchen hat man sich entschlossen, hier mal selbst vorbeizuschauen. Aber alles, was man bekommt, ist eine komische, verdächtige Tour! Mhm. Wie den Helm? Das ist ja schon mal etwas. Safety measures first. Oh. Alter, wie habe ich den abgewehrt? Das war ja richtig gut. Nice. Okay. Das ist schon mal ein Anfang. Das heißt, mit Hilfe der komme ich jetzt da drüben hoch. Ich bin auch überlegen, wo ich hier einen Schlüssel herkriege. Ah! Ey, gut, dass ich nahezu unverwundbar bin, oder? Wow. Nice Stein. Dieses Gimmick mit den Kanonen mochte ich schon immer. Und ich finde es auch super witzig, dass man die von den Decken holen kann. Ich frag mich, ob das ursprünglich mal eine gewollte Mechanik war. Wahrscheinlich eher nicht. Was ist in Mario Maker überhaupt gewollt? Die Ästhetik ist auch nice, ne? Bisschen verwirrend so auf den ersten Blick, aber man kommt schon damit zurecht. Hier ist eine Kanone. Wie man das auch steuern kann, wie die dann hinterher landet, ist irgendwie doppelt nice. Boink. Okidoki, die ist diagonal. Die schießt aber sehr ungünstig, ehrlich gesagt. Reicht auch gar nicht. Pass auf. Cool. Okay. Ich möchte sofort den Manager sprechen. Das sieht aus wie ein Reset. Oder? Gucken wir mal rein. Ja. Oh. Ach so! Von wegen Reset. Das war absolute Pflicht. Ja, man könnte schon denken, dass die hier nicht wirklich wollen, dass man weiter nach oben steigt, oder? Den Schalter komme ich nicht ran. Das ärgert mich. Was könnte ich dafür tun? Die Ranke ist bestimmt dazu da, dass ich jetzt nochmal nach unten gehe. Die Frage ist nur, warum? Die Kanone schießt hier rüber. Die Diagonale? Vielleicht brauche ich die einfach nochmal, ne? Das wäre ziemlich clever. Du gehst einmal nach oben, hast dann die Ranke. Aber warum hat das dann gerade eben nicht auch schon funktioniert? Oder? Lass mal hart nachdenken. Doch, das hätte locker gerade eben nur schon funktioniert. Ich hab's nur verpennt. Ha. Okay, jetzt wird's verwirren. Was brauche ich denn jetzt noch? Vielleicht verändert sich ja diesmal was, da der Schalter andersrum ist. Ja. Wow. Richtig krank. Super cooler Puzzleraum. Und genau zum richtigen Zeitpunkt kommt der Checkpoint. Mhm. Es ist sowieso immer, ne? Es erzählt so eine eigene Geschichte, wenn man in einem Turm immer weiter nach oben klettert. Es hat was. Ah, das könnte sich definitiv zu einem meiner Favoriten entwickeln dieses Jahr. Das Level ist bisher der Oberhammer. Bonk. Das bringt das nach unten. Fährt erstmal darüber. Okay. Aber ich will es auf der anderen Seite haben. Ey! Nicht snipen, Junge. So haben wir nicht gewettet. Die Flammen haben bisher noch gar keinen Job erfüllt. Das war zu witzig, dass die da durchwachsen können, ne? Okay. Sieht so aus, als müsste ich... Ha! Wieder was rückgängig machen? Als erstes will ich jetzt allerdings einen Helm haben. Damit ich hier nicht sterbe. Wo kommt die Plattform überhaupt her? Witzig. Boink. Muss den Schalter nochmal zurückstellen? Weil ich komme weder hier noch auf der anderen Seite jetzt hoch. Ist beides zu niedrig. Oh Gott, hier reicht's. Wie ich ein Talent habe, immer in diese Kugeln reinzulaufen. Okay. Ich frag mich nur gerade. Ach, da! Wow.
Allein diese Zentralmechanik hier, ne, die ist der Hammer. Dass die auch nicht kaputt geht, das verwundert mich fast schon. Jetzt komme ich hier hoch. Halleluja. Aha. Wo ist die denn jetzt hin? Brauche ich die nicht mehr? Oder muss ich die von ganz unten jetzt schießen lassen? Als ob. Ja, ja. Wahrscheinlich muss ich jetzt schnell genug da hoch, damit die nicht despawnt. Und, oder? Wo brauche ich die jetzt nochmal? Ganz oben? War da nicht zu? Moment, lass mich mir jetzt nochmal kurz angucken. Doch, da ist zu. Das heißt, theoretisch müsste ich sie hier benutzen. Okay, probieren wir mal. Kann ich allerdings nicht versprechen, dass ich das direkt in diesem Versuch hinkriege. Wie ungünstig das jetzt gerade zusammenpasst. Nehme ich gar nicht. Bingo? Was stellt denn das da? Ist einfach nur Deko? Wie so ein riesiger Kronleuchter. Okay, rote Münzen. Wo geht's als erstes hin? Darüber? Ja, das ist der einzige Weg. Wenn man die Augen richtig aufmacht. Ich werde mich hier verirren. Das Schloss, das wirkt richtig, richtig wie so ein mittelalterliches Schloss mit der ganzen Deko. Kronleuchter, Kerzenhalter, komische Spikes. Ganz wichtig für mittelalterliche Schlösser. Aha. Ich glaube, jetzt fängt es dann auch so langsam wieder an, wo ich nicht mehr mitdenken kann, sondern einfach Dinge tun muss. Das Gefühl, das war schon mal nicht so gut. Wieder hin, die Kanone da runter zu holen. Oder? Nee. Ich schalte trotzdem erstmal um und gehe dann drüben in die Reset-Tür. Plopp. Was ist denn dann die? Die Tür, die da drüber ist. Vielleicht damit man nur weiß, dass es eine Reset-Tür sein soll. Ah, der Schalter wird von alleine wieder umgestellt. Manno. Das ist wenigstens die Bestätigung, dass ich definitiv irgendwas falsch gemacht habe. Das reicht niemals da hoch. Es sei denn, achso, da ist sowieso nichts. Stell dir mal vor, ich könnte das so timen mit der anderen Kugel. Habe ich allerdings keine große Hoffnung. Das vielleicht so gedacht ist, dass man die Kanone richtig timed, richtig getimed rüberschickt. Stelle ich mir aber irgendwie schwierig vor. Aber einen anderen Plan habe ich irgendwie nicht. Wofür ist das genau? Wenn ich mal da hochgehe, ohne die Plattform zu aktivieren, habe ich davon was? Dann bin ich wenigstens mal hier oben. Und kann eine Ranke aktivieren. Aha. Jetzt müsste ich die wieder da runter schicken, was ich ja eigentlich nicht will. Egal, ich mach's trotzdem mal. Ist ja nicht so, als ob ich eine Wahl hätte. Schlechter Winkel. Immer noch schlechter Winkel. Ich weiß gar nicht, ob das hinhaut. Sieht irgendwie überhaupt nicht davon aus, weil ich krieg von der Ranke. Ich kann von der Ranke nicht so abspringen. Ja, ich bleib immer hängen. Das ist es nicht. Und sobald dieses Ding hier steht, habe ich mir irgendwie alles verbaut, oder? Und ich sollte vielleicht noch rausfinden, wofür diese Plattform ist. Weil die fällt da einfach nur runter und macht gar nichts. Das sieht so knapp aus, dass ich mir vorstellen könnte, dass es doch irgendwie geht. Gleichzeitig ist es so schwierig, dass es wahrscheinlich nicht der gedachte Weg ist. Ich meine, hier die Ranke zu aktivieren ist auf jeden Fall richtig. Und das ärgert mich so, dass ich nicht drum rumkomme, das sie zu aktivieren. Gleichzeitig bringt es mir nichts, vorher den Schalter zu aktivieren, weil dann komme ich ja eh nicht mehr durch. Das ist so verwirrend. Aber ich glaube, es ist falsch, dass die große Kanone auf der Seite ist. Das ist definitiv falsch. Komme ich eigentlich da in der Mitte hoch? Das sieht nicht so aus, als könnte ich das aktivieren. Ja, geht auch nicht. Das ist so clever aufgebaut hier, dass man das nicht schießen kann. Nee, geht nicht.
glaube, es geht nicht. Wenn ich das hier runterlasse, komme ich... Oder? Reicht das? Wo schießen die jetzt? Das reicht. Die steht da ein bisschen über. Yeah. Obwohl, nein, dann habe ich die ja hier nicht mehr. Es ist irgendwie völlig wurscht, was ich mache. Ich komme an einer Stelle definitiv immer nicht mehr weiter. Oh, das, jetzt habe ich es geschafft. Aber der Sprung ist unfassbar brutal. Man muss da so einen exakten Winkel treffen. Und ich weiß auch nicht mal, was ich ehrlich gesagt jetzt genau davon habe. Eigentlich müsste ich ja die Plattform hier runterlassen. Das geht aber nur... Das geht nur mit der großen Kanone von unten. Die ich mir jetzt allerdings schon wieder abgeblockt habe. Dadurch, dass ich das hier runtergelassen habe. Ey, ich weiß echt nicht. Ich weiß echt nicht. Also ich brauche die große Kanone irgendwann hier. Das bedeutet eigentlich, dass ich die da einklemmen muss zu einem bestimmten Zeitpunkt. Aber wann? Ist das gut? Wenn ich jetzt nur irgendwie darüber käme... Jetzt habe ich schon wieder verkackt, ne? Schon wieder vorbei. Oder etwa nicht. Doch. Wow, ey. Wie viele mögliche Positionen haben diese Kanonen? Nicht so viel, oder? Ich weiß nicht, ob das möglicherweise reicht. Es wäre schon irgendwie komisch, aber... irgendwie keine großen Hoffnungen. Oh, doch? Hm. Das ist ein sehr komischer Winkel. Und vor allem... bringt mir das immer noch nichts. Das ist unglaublich. Es ist, als ob ich die beiden kleinen Kanonen niemals runterlassen dürfte. Bis ganz zum Schluss. Aber gleichzeitig muss ich. Es lässt mir gar keine andere Wahl. Holy moly! Das Ding muss runter, weil ich kann nicht da hoch, ohne das runterzulassen. Und wenn ich, wenn dann die Kanone auf der anderen Seite ist, kriege ich die dann nie wieder raus. Also irgendwas damit muss es zu tun haben. Okay, das hat sich jetzt schon mal richtiger angefühlt. Ja, vom Winkel her, wie die Kanone da schießt. Das heißt, im Prinzip... könnte ich jetzt die hier runterlassen und die große Kanone dagegen fahren lassen. Weil dann habe ich jetzt auch eine vernünftige Art und Weise, wie ich da oben reinkomme, ne? Oh nein! Okay, jetzt ist es gefährlich, hier einen neuen Helm zu kriegen. Das auch noch. Gefahr! Gefahr! Das ist auch nicht so optimal, wie ich mir das gewünscht habe, aber... What? So, jetzt aber... Wenn ich jetzt die große Kanone nochmal schießen lasse, dann komme ich nämlich endlich da hoch. Dann war das einfach die Krux, ne? Dass die große Kanone in der Mitte festgeklemmt wird. So. Und das sollte jetzt eigentlich auch kein Problem sein, weil die ja exakt dahin schießt, wo sie herkommt. Wow! Das war eine Geburt. Huh! Dafür kriege ich ein Face, einen Schlüssel. Und einen alles vernichtenden Bosskampf. Ein Puzzle-Boss war vermutlich. Hey! Was ist das denn? Oh Gott, das habe ich noch nie gesehen. Bum-Bum mit einem Mole-Körper. Und er schießt aus seinem Rachen. Was genau mache ich damit? Das gehört wahrscheinlich hier hin. Das ist der Freundliche. Der schießt nicht so schnell. Der andere ist schon enraged. Aha. Ist da oben noch? Da geht's nirgendwo hin. Der Raum ist ja riesig. Der Raum ist riesig. Dann nehme ich lieber mal die Kanone, um hier hochzukommen. Und hab dann... Die schießt doch von dort aus, oder? Tut sie nicht? Ist das exakt so gemacht, dass die da nicht schießt? Das ist ja schon wieder großartig. Dann müsste ich eigentlich das hier
erstmal baiten. Und dann komme ich da rüber. Wow. Mhm. Schalter. Bin mir sicher, ich will den Schalter. Boah, das ist ja mega schwer zu treffen. Kriege ich da einen langsameren vielleicht? Ist der gut genug? Haha! Vielleicht hätte ich es verhindern können, da ganz wieder nach unten zu fallen. Es sieht gar nicht so aus, als käme die Kanonenkugel aus der Kanone. Jetzt ist sie jetzt so. Das ist aber dumm. Das ist aber sehr dumm. Weil hier drüben jetzt auch zu ist. Okay, dann gib mir nochmal... Oha! Okay, wo kommt die jetzt auf einmal her? Das heißt, ich kann die nutzen und anschließend die langsame, wenn sie nicht despawned wäre. Oder? Nee, die ist immer viel zu langsam. Dann machen wir den gleichen Trick von vorher nochmal. Oder versuchen ihn zumindest. Ja. Oh, das ist so gut. Aber jetzt war ich hier zu langsam. Und das kann ich nicht nochmal reinspawnen. Oh, sie hat nicht geschossen. Was hätte ich da machen sollen? Ich habe ja gar keine... Ich kann das Timing ja gar nicht variieren. Betrug. Schieß an sie. Oh. Die muss da runter. Von hier aus komme ich da nicht ran. Aber... Wie stelle ich den Schalter jetzt nochmal um? Das kriege ich ja gar nicht hin. Nee, das geht nicht. Das ist viel zu hoch. Ah! Ah! Wow. Ey, das Level ist wirklich unglaublich. Das ist so clever aufgebaut und macht richtig viel Laune. Gibt's etwa noch einen Bonus? Ein zusätzliches Rätsel für den Ballon? Oder ist der hier oben irgendwo? Nee, das sind nur Münzen. Wer will die denn? Da steht da 8MMC. Ballons! Die sind ja dann gratis, oder? Außer man verliert den Helm. Stimmt, wenn man den Helm verliert, dann kommt man hier nicht hin. Ein Kaktusballon. Sehr schön. Der müsste sich quasi selbst platzen lassen. Genau wie der Spike-Ballon. Ja, definitiv ein Hammer-Level. Und direkt danach aus dem Donkey Mint Incorporated Hauptquartier Blaster and Commander. Ein riesiger Totenschädel auf dem Thumbnail. Nach dem Part sehe ich genauso aus. Auto-Scrolling. Eigentlich können sie ja nicht trollen hier im MMC, oder? Naja, die Regeln wurden ein bisschen gelockert, seit das neue Management dran ist. Ich habe gerade eine 10er-Coin bekommen. Weiß nicht, woher. Aha. Oh ja. Na gut. Das sieht so aus, als würde es jeden Moment zusammenbrechen. Es ist tatsächlich ein Autoscroller. Ah! Okay, was muss ich hier tun? Kontrolliere tatsächlich die Blaster. Ich bin der Blaster Master. Oh! Oh! Nice Stein. Rote Münze? Mhm. Oh. Sonst ist Toadettes Schädel immer groß genug, um irgendwo anzubonken. Man fällt da so komisch von der Wand runter nochmal. Muss man aufpassen. Mhm. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal. Boah, das ist aber auch knapp. Aha. Hey, wie mich Autoscroller immer unter Druck setzen. Von wegen. Nicht nur die Autoscroller. So, jetzt habe ich nichts mehr, worauf ich landen kann, oder? Ah, doch. Dang, ich habe zu langsam. Zu langsam mitgedacht. Das ist so ein einzigartiges Konzept. Mit diesem Launcher, den man immer weiter nach vorne bringen muss. So cool. Aber es ist auch hart. Donkey Mints Level sind immer hart. Boah. Die Münze nehmen wir mit. Oh, what? Auf einmal muss ich so weit voraus sein. Ich finde das immer so fies, wenn man quasi erst am Ende des Abschnitts mitgeteilt bekommt, dass man sich hätte ein bisschen mehr beeilen sollen schon vorher. Vor allem, wenn man
eigentlich gut mit dem Autoscroller mithält, gar nicht das Gefühl hat, weit hinten dran zu sein. Ja, die Spikes sind gruselig. Ist das hier ein Ausgang? Das sieht mir sehr nach einem Ausgang aus. Ah! Jetzt macht das auch noch schneller, der Sack. Checkpoint. Cool. Ich hoffe, ich muss mir nicht merken, was da oben ist. Schalter? Hätte ich wohl lieber mal aktiviert. Wow, okay, das ist richtig genial. Und gleichzeitig noch die Chance, dass ich hier zerquetscht werde. Jetzt habe ich es aber herausgefordert, ne? Aha. Also, Beeilung. Oh! Kann ich die rote Münze nicht einfach wegrutschen? Doch, kann ich. Rote Münze Nummer 3. Help! Mhm. Ich sehe schon. Möglichst viel Zeit erkaufen. Bamski. Das ist nur eine? Das ist ziemlich brutal. Das heißt, ich muss hier noch hoch. Bombs, Bombs. Alter Schwede. Dass das gezählt hat. Ich dachte eigentlich, sobald auch nur ein Pixel vom Launcher über der Tür ist, kann man nicht mehr in die rein. Der Swampenboy. Er wird mich holen, er wird mich holen. Ach, der bleibt an dem Ding hängen? Ist, wie ulkig ist das denn? Nein. Das ist sogar relativ ungünstig für mich. Got the key. Jetzt muss ich nur noch irgendwie schaffen, da hinten durch die Röhre. Moment, wie soll ich das denn machen? Das ist ja mega knapp. Oh. Ich wusste, der Raum mit dem Swamp kriegt mich. So. Oh nein, ey. Das ist schon mal der Anfang. Jetzt muss ich noch irgendwie an dem vorbeikommen. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Siehst du, wieder mal knapp vom Checkpoint abgekratzt. Nein, danke. Leckeres Pilzmus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Mich hat da was abgelenkt. Da ist unten irgendwas vorbeigesprungen. Da. Jede Bombe hält das Ding kurz auf. Und ansonsten bin ich... Es hält das nicht genug auf. Also gut, volle Kanne. Da ist ja auch ein Pfeil, der mir extra anzeigt. Ich soll mich hier beeilen. Obwohl ein Pfeil ja eigentlich... Da denkt man sich nicht viel. Oh, das ist keine semi-solide Plattform. Die sehen sich im Geisterhaus-Stil so ähnlich. Verwechsel ich irgendwie immer. Brauche ich das Ding jetzt sogar? Ah! Help! Wie stressig ist das denn? Hier wird's ungemütlich eng für einen kurzen Moment. Bingo. Warum habe ich das? Vorhin habe ich's doch richtig gemacht. So, schon wieder. Warum ist das Z da unten, wenn ich da schon hin muss mit einem Spin Jump? Bei wem habe ich mich darüber beschwert? Weiß es gar nicht mehr. An der Stelle hier macht man sich das Timing selbst schwierig. Wegen der Bombe da oben. Oh, wieso kommt man hier nicht vom Fleck, ey? Das ist ja grauenhaft. Da ist noch eine rote Münze. Die kriege ich nicht von alleine. Oder darf ich nochmal zurück? Vielleicht darf ich nochmal zurück. Dankeschön. Sehr nützlicher Schalter. Final Stretch. Eine Münze fehlt mir noch. An die ich nicht rankomme, weil ich Power-Up verloren habe. Oh, leer. Warum ist sie dann überhaupt da drin versteckt, weißt du? Um genau das zu provozieren. 8MMC. Böse Ballons diesmal. Wussten wir es doch, dass mit der Donkey... Nee, nicht Donkey Kong. Donkey Mint Corporation, was nicht stimmt. Da unten fliegt auch noch so ein komischer Typ rum.
Der ist dafür verantwortlich, dass das ganze Level funktioniert. Münzen für die Clownskutsche. Sieht aus, als hätte sie selbst den Propellerhelm auf. Finde ich witzig. Aber das waren ja geschenkte Ballons. Musste mich gar nicht anstrengen heute. Yeah. Zwei Knaller-Level, hat super viel Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch beim Zuschauen. Ich bedanke mich und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin. Ciao.